Im Herbst kommt ein neues Catan-Spiel raus. Das sieht richtig gut aus, hat eine neue Map, hat eine andere Mechanik als das Grundspiel und man baut sich auch nicht gegenseitig mit Straßen zu. Wir haben es schon gespielt auf der UKGE und was ihr auf der Spiel 22 nicht verpassen solltet, das schauen wir uns heute gemeinsam an. Wir haben nämlich 6 Titel im Gepäck, die wir noch rausgekramt haben, die wir richtig gut finden. 10 weitere haben wir euch schon vorgestellt, schaut es euch an und jetzt geht's los. Wenn ich diese Bilder sehe, ich freue mich so sehr auf Oktober. Ich kann es echt nicht mehr erwarten. All die coolen Spiele, die wir dort zocken werden in Essen. Und das wird mega. Mega. Und ja, wir haben jetzt jeder 3 Spiele im Gepäck. Und gleich bei dem ersten, was ich euch vorstellen möchte, habe ich ein bisschen geschummelt. What? Ich weiß, wir haben gesagt, jeder bringt 3 Spiele mit. Aber ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Und ich habe 2 Spiele im Gepäck. Auf einem meiner 3 Plätze, die passen so perfekt zusammen. Die haben beide Craft im Namen, ist quasi dasselbe. Es ist Flamecraft und Woodcraft. Okay. Das ist quasi mein geteilter Platz 3, wenn man es ranken will. Und ich freue mich auf die beiden Spiele tierisch, obwohl sie komplett unterschiedlich sind. Und ich starte mal mit Flamecraft. Und zwar war Flamecraft ein Kickstarter, der jetzt gerade ausgeliefert wurde. Es gibt auch schon erste begeisterte Meinungen. Und er hat hier auf BoardGameGeek tatsächlich 7,9 im Rating, also wirklich ein ziemlich gutes Rating, ist aber ein eher seichtes Spiel oder nicht so komplexes Spiel mit einem Gewicht von 2,17 von 5. Und ich finde einfach dieses Design richtig, richtig schön. Ich krieg ja, zeig hier mal her. Ja, klar, genau. Ich zeige hier mal ein paar Bilder. Hier sieht man schon diese kleinen süßen Drachenminiaturen. Die gibt es natürlich nur in der Deluxe-Variante, die man auch auf der Spiel dann kaufen kann für 89 Euro. What? Retail ist nur 35. Muss man sich halt überlegen, ob man das alles haben will. Und man spielt eben so kleine Drachen, die aber nicht böse sind, sondern die im Dorf aushelfen, beispielsweise mit ihrem Flammenarmen Brot zu backen, glaube ich, und in diversen anderen Locations im Dorf. Finde ich eine super süße Idee, ist wirklich auch toll designed und könnte echt ein gutes Spiel für zwischendurch sein. Oder auch vielleicht ein abendfüllendes Spiel mit nicht viel Spielerinnen. Die sind echt cool aus, die Grafiken. Ja, Grafik ist halt wirklich, wirklich toll. Also ich glaube, mindestens die Retail-Variante will ich mir da auf jeden Fall mitnehmen. Mein zweites Craft-Spiel, Woodcraft, ist total anders und etwas komplexer. Ich werde jetzt nicht im Detail auf die Mechanik eingehen. Da hat nämlich Thomas von Better Board Games schon ein super Video gemacht. Wir haben es euch verlinkt. Aber ich möchte euch das Spiel trotzdem noch mal ein bisschen vorstellen. Und zwar schauen wir mal hier bei BoardGameGeek. Wie ihr schon seht, ein Komplexitätsrating von 3,75. Also durchaus auf der schwereren, komplexeren Seite. Und wenn ich hier auf die Bilder gehe, dann seht ihr hier erstmal das Cover und ihr seht hier einen Elfen. In dem Spiel geht es nämlich um Elfen, die Holz schnitzen und die Spielzeug und andere Gegenstände aus Holz herstellen. Und das finde ich ein super cooles, originelles Thema auch, gleich wie bei Flamecraft. Wirklich mal was anderes. Genau so. Oh, hier sind ein paar Cover-Varianten. So, hier seht ihr ein paar Karten, wie diese Elfen auch aussehen, wunderschön gezeichnet. Die Heidelbeeren, die ihr hier in den Ecken seht, das ist tatsächlich das Einkommen, das man bekommt. Ja, cool. Also auch thematisch sehr cool umgesetzt. Und hier nochmal drauf gehen, seht ihr dann, wie das Ganze aufgebaut ist. Also viel los. Ihr könnt jetzt natürlich nicht alles im Detail erkennen, aber diese Häuser hier, das sind quasi die Werkstätten der Elfen, in denen ihr eben eure Schnitzarbeiten durchführt. Die könnt ihr auch upgraden im Verlauf des Spiels. Und hier in der Mitte habt ihr so ein Rondell, wo man Aktionen durchführen kann, sich Ressourcen holen kann, glaube ich. Und das ist ein bisschen ähnlich wie bei Praga Caput Regni. Ja, das gefällt mir übrigens ganz gut. Ja, und das ist ja auch vom Autor Wladimir Suchy. Und der hat auch bei diesem Spiel mitgewirkt. Also glaube ich, also thematisch ist es auf jeden Fall was für mich. Und spielerisch glaube ich auch und könnte auch für dich definitiv was sein. Ja, ich bin auch gespannt. Also das Elfenthema ist vielleicht nicht so ganz meins, aber ich lasse mich gerne überzeugen. Ja, ich
glaube, das holen wir uns und dann werde ich dich überzeugen. Okay. Bin mir sicher. Das nächste Spiel werden Liebhaber des Catan-Universums definitiv mögen. Und zwar geht es um Aufbruch der Menschheit. Das ist eine Neuauflage von dem im 2002 erschienenen Spiel Abenteuer Menschheit. Und ja, wurde ein bisschen der Name abgewandelt. Es gibt ein paar kleine Neuerungen. Aber im Grunde ist es einfach ein richtig gutes Remake des Spiels. Und zwar kann man hier nochmal kurz reinschauen, wie es früher mal aussah. Ja, relativ altbackenes Cover hat es hier damals verpasst bekommen. Und ja, irgendwie so eine Weltkarte. Ja, das sieht auf jeden Fall im neuen Spiel ganz, ganz anders aus. Es hatte damals mal ein Rating von, was war das hier, 2,5, glaube ich. 2,51 in der Komplexität. Und ist auch damals, ich glaube, weil es einfach nicht so schön war, ein bisschen schlechter bewertet worden. Aber wir haben es auf der UKGE schon gespielt und ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Catan-Fans werden es lieben. Und es ist eben so, dass man eben nicht wie im klassischen Catan hier seine Dörfer und Städte aufbaut und Straßen vernetzt und sich damit irgendwie erweitert, sondern man hat hier angefangen in Afrika, beginnt man mit Kundschaftern, sich entsprechend ja, durch die Welt zu bewegen und dabei entsprechend Camps zu bauen oder eben Technologien weiterzuentwickeln. Man hat auch die ganz normalen Ressourcen, die man beim Würfeln halt bekommt, wobei die hier ein bisschen anders sind. Das sind einfach andere Ressourcen, irgendwie Felle, Knochen, Splint und Nahrung, die man eben für verschiedene Sachen braucht. Ja, hier links sieht man auch so ein bisschen die Development-Kosten, die man dann entsprechend zahlen muss. Also ist alles relativ ähnlich wie im Catan-Grundspiel. Das heißt, auch Catan-Spieler kommen dort sehr schnell rein, aber es ist auf jeden Fall ein anderes Spiel. Man kann dann diese verschiedenen Regionen hier erkunden, man kann Siegpunkte bekommen, indem man entweder hier Dinge erkundet und dort Camps baut oder indem man hier oben auf verschiedenen Technologietracks sich weiterentwickelt. Und das Spannende ist auch, dass man in bestimmte Regionen erst kommt, wenn man auch bestimmte Technologien hat. Beispielsweise, wenn ich jetzt hier oben über Afrika, Eurasien, hier rüber nach Alaska möchte, dann sieht man das hier oben irgendwo, dann brauche ich hier schon so eine dickere Jacke, damit ich es auch durch den Winter schaffe. Das heißt, bevor du nicht eine dicke Jacke entwickelt hast, kommst du da auch nicht rüber. Also das ist auf jeden Fall spannend. Und was gibt es noch zu sagen? Die Weltkarte, ich finde, die sieht einfach mega aus. Die hat hier im Bereich des Spielstarts feste Nummern drauf geprintet. Die kann man nicht ändern. Aber an anderen Bereichen sind die auch auswechselbar. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass einfach der Spielstart für alle in etwa gleich ist. Und später im Spiel kann es dann aber auch variabel werden, wenn man das möchte. Was auch interessant ist, bestimmte Felder trocknen nach einer Zeit aus später im Spiel. Das heißt, gerade hier in Afrika, dann kann es passieren, dass du hier gerade dein Camp aufgebaut hast und auf einmal trocknet das aus, ja, irgendwie ist es schon heiß geworden, Global Warming und so weiter. Dann gibt es das Feld nicht mehr und du hast Pech gehabt. Das heißt, es nötigt auch alle Spieler einfach weiterzuziehen, was Neues zu erkunden und nicht auf der Stelle sitzen zu bleiben, wie das im Standard-Catan-Spiel ist. Was ich gut finde, ist, dass man sich auch mit den Straßen nicht blockieren kann. Jeder kann seines Weges gehen und man hat nicht das Problem, dass man irgendwie irgendwann nicht mehr weiterkommt oder schlecht gebaut hat. Also es ist auf jeden Fall ein tolles Spiel, wie ich finde. Es gibt manchmal so ein bisschen das Thema, dass einige Ressourcen auch mal knapp werden können. Da hängt so ein bisschen an dem Glücksfaktor. Das muss man mal gucken. Wir haben es jetzt nur einmal gespielt. Aber da war so ein bisschen das Thema, wenn man dann keinen Flint bekommt, dann wird es ein bisschen schwierig und dann gibt es vielleicht auch mal die eine oder andere Runde, wo man nicht so viel machen kann. Aber insgesamt hat es mich auf jeden Fall überzeugt. Ich möchte es mir gerne auch holen. Ja, mal nicht so ein ganz komplexes Spiel. Man kommt super rein und gibt es bei Cosmos auf das Spiel in Essen. Unser nächstes Spiel ist von Feuerland und es heißt La Famiglia. The Great Mafia War. Ihr habt vielleicht schon davon gehört, es scheint jetzt ganz brandneu. Wir schauen mal bei Boardgame Geek drauf. Es hat
Es hat noch kein Rating oder Ranking und auch keine Komplexitätsgewichtung, weil es eben noch niemand gespielt hat. Und es wird auch in Essen nur als Demo-Version spielen, was einen leider noch nicht verkauft. Schreibt uns da mal gerne in die Kommentare, interessieren euch solche Spiele trotzdem? Zockt ihr die auch gerne an, auch wenn sie erst ein paar Monate später im Laden sind? Oder seid ihr nur heiß auf die Spiele, die ihr direkt einpacken könnt? Ja, wir wollen es auf jeden Fall dort ausprobieren. Und ich zeige euch mal ein bisschen, wie das aussieht und worum es darin geht. So, hier seht ihr schon mal das Cover. Das finde ich auch schon mal sehr geil gemacht. Auf den ersten Blick super idyllisch. Cool, so eine rote Vespa. Ja. Aber hey, hat der da irgendwie eine Baseballkeule in der Hand oder was? Ja, auf jeden Fall. Also hier unten ist der Schuppen in Brand gesteckt. Und der Typ hier auf der Vespa fährt mit der Keule davon. Also das waren wohl die Brandstifter hier. Und das Feuerland-Logo haben die auch nochmal angepasst. So sieht man es hier, genau. Und haben dir hier einen Totenkopf reingepackt. Also ein paar kleine Easter Eggs, wenn man da genauer auf das Cover schaut. Und cool. Hier sieht man auch so ein bisschen das Material. Sehr viel Holz auch, sehr schön gemacht. Das ist mein kleines Auto. Das wird wahrscheinlich demnächst durch eine Autobombe zerbombt. Das kommt nämlich auch vor in dem Spiel. Und hier sieht man die Double-Layer-Player-Boards, also auch cooles Material. So, und hier sieht man am meisten auf diesem Bild. Da bekommt man so einen Überblick über den Spielplan. In der Mitte die Karte von Sizilien. Und es geht jetzt darum, Area-Control-mäßig Sizilien zu erobern. Mhm. Und das richtig Spannende dabei, es ist ein Vierspielerspiel, nur mit vier Spielern spielbar. Und es spielen immer zwei Familien gegeneinander in Teams. Und ich finde, es gibt so wenig Spiele, außer Partyspiele, die man in Teams spielt. Deswegen finde ich es aber echt super spannend. Und es gibt da wohl so eine Planungsphase, wo sich eben immer die beiden Spieler, die gemeinsam intrigieren, überlegen, wie sie die andere Familie angreifen und da irgendwie Karten ausspielen. Und dann werden die umgedreht und dann sieht man, mit welchen Waffen und Methoden und eben mit Autobomben oder sonstigen Mitteln, die dann gegen ihr Gegenüber vorgehen. Krass. Also psychologische Kriegsführung vom Feinsten. So, hier sieht man nochmal genauer diese Familien mit ihren Wappen. Familie der Rosen. Hier hat man hier irgendwie so eine Krone und genau, dann gibt es ja noch die schwarze und die gelbe Familie. Und die haben auch alle andere Skills, also asymmetrisch, Player-Powers. Also mir gefällt alles an dem Spiel, außer dass man es noch nicht kaufen kann. Aber spielen möchte ich es auf jeden Fall. Ja, kommen wir von der düsteren sizilianischen Mafia in etwas ruhigere Gebiete. Und zwar ist das nächste Spiel ein Village-Building-Game, wo man mit Packeseln seine Ressourcen von A nach B bringt. Es geht um Hamlet. Hamlet haben wir spielen dürfen auf der UKGE. Ich bin echt ein bisschen traurig, dass wir den Kickstarter nicht gebaked haben, weil das ist mega cool gewesen. Ich habe gehört, das ist ein paar Kopien in Essen geben soll, also checkt das auf jeden Fall aus, vielleicht könnt ihr ja dort eine ergattern, schauen wir mal. In Hamlet geht es darum, dass man eine Kirche bauen muss. Und zwar hat man dafür verschiedene Worker und eben auch Packesel, ja, die kann man hier sehen, schönes Material, schöne Holzfiguren hier, diese kleinen Esel, es gibt noch so ein paar Straßen und mit den Workern und Eseln muss man eben Material von A nach B bringen. Man muss mit seinen Workern dann hier entsprechend auf einem sehr spannend aussehenden asymmetrischen Spielfeld. So, jetzt muss ich es gerade mal suchen, wo das hier ist. Hier. Machen wir ein bisschen größer. Das ist nämlich ziemlich cool, weil alle Felder haben unterschiedliche Shapes. Also es gibt auch noch so ein paar andere Dreiecke, die alle sehr unterschiedlich aussehen. Und die muss man dann mit den Straßen irgendwie auch zusammenbauen. Für das Bauen braucht man eben Materialien. Das Spannende ist, dass die Materialien auch nicht nur dir gehören, sondern jeder hat irgendwie immer zwei Aktionen oder eben so viele Aktionen, wie man Worker hat. Und dann kann man eben entweder was bauen oder was transportieren. Und die Ressourcen, die man hier baut, dafür bekommt man dann Punkte und eben diese Ressourcen. Und die kann dann aber auch wieder jeder nutzen. Das heißt, man muss ein bisschen strategisch schauen, wie man seine Züge aufbaut und wie man seine Rohstoffe dann eben von einem Ort zum nächsten bekommt, um dann dort wieder ja, das nächste Gebäude zu errichten. Ziel ist, dass man am Ende eben diese
Kathedrale aufgebaut hat und für die verschiedenen Dinge, die man hier macht, Ressourcen bauen, Gebäude bauen, gibt es dann erstens Siegpunkte und zweitens gibt es dann irgendwie auch noch so ein paar Sonderkonditionen und Sondersiegpunkte, wenn man was Bestimmtes geschafft hat. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool. Es sieht immer anders aus, das Spiel, weil es wirklich immer komplett individuell ist. Und das wirkt zwar an manchen Stellen dadurch, dass auch die Figuren so ein bisschen wie bei den Tiny Epic Games sind, so ein bisschen kleiner, ein bisschen unübersichtlich. Aber je mehr man das spielt, desto mehr gefällt es einem. Das definitiv an. Ja. Nachdem wir ein friedliches Spiel hatten, geht es jetzt wieder heiß her. Oh, und Gott. Zwar im Wilden Westen. Beim Spiel, was ich erst vor kurzem entdeckt habe und was vielleicht noch nicht so viele von euch auf dem Schirm haben. Und zwar 3000 Scoundrels oder auf Deutsch 3000 Halunken. Ja, das aber kann ich besser verstehen. Ich finde den englischen Titel irgendwie cooler. 3000 Scoundrels. Ja, wenn wir uns hier mal auf Boardgamegeek das Spiel anschauen, dann sehen wir auch hier wieder noch nicht so viel, keine Ratings, ganz neu. Aber wir sehen hier schon ein ziemlich geiles Cover. Das hier mal größer. Genau. Und hier sehen wir ganz viele unterschiedliche Charaktere. Und das macht auch dieses Spiel aus. Und deswegen heißt das auch so, wie es heißt, weil wir hier 3000 unterschiedliche Charaktere spielen können oder ausspielen können. Krass. Wie geht das jetzt? Sind da jetzt 3000 Karten drin? Nein. Man erzielt das natürlich durch Kombis. Und zwar, indem man Karten übereinander legt, undurchsichtige und durchsichtige. Und ich zeige das hier mal kurz. Genau, man hat hier also, das muss ich ein bisschen größer machen, eine Basiskarte und eine Topperkarte in durchsichtig. Und die beiden zusammen ergeben dann einen Banditen. Und hier zum Beispiel haben wir den Cocky Bank Robber. Und die Karten bringen natürlich auch Skills mit. Sowohl hier die Titel wie Bankrobber als auch die Adjektive, eben jetzt dieser Cocky Bankrobber. Der hat ja noch nicht mal was an da. Das zieht er dann ja an, wenn du ihm das drüber packst. Und da hast halt wirklich ganz viele Kombinationsmöglichkeiten. Und da gab es irgendwie den Stubborn Chef und die Charming Cow. Oder du kannst natürlich auch anders kombinieren. Und dann hast du die Stubborn Cow und den Legendary Blacksmith und die verrücktesten Charaktere. Die Cow ist übrigens wirklich dann einfach nur eine Kuh, die da abgebildet ist. Leider gab es davon noch kein Bild. Cool. Ja, und was macht man dann mit diesen coolen Charakteren? Man spielt diese Karten aus, triggert Effekte, also es ist ein kartenbasiertes Strategiespiel und man blufft auch. Und das finde ich auch sehr cool. So, muss mal schauen, was man jetzt hier so sehen kann. Genau, hier sieht man es, glaube ich, schon ganz gut. Jeder hat so sein eigenes Spielertableau, auf dem man dann eben seine unterschiedlichen Scoundrels platziert. Genau, hier sieht man, die Person hat ja zum Beispiel schon einen Halunken bisher ausgespielt. Also man kann mehrere haben dann. Genau, du kannst mehrere haben. Und dann spielst du hier Pokerkarten. Und die Pokerkarten, die du spielst, triggern dann die Effekte der Halunken. Und ein Halunke kann dann mit seinem Karteneffekt wieder einen anderen Halunken triggern. So kannst du hier auch sehr coole Kettenzüge machen. Und du versuchst dir hier Geld anzuhäufen, Technologien anzuhäufen und über verschiedenste Wege hier dann eben Siegpunkte zu bekommen. Und ein Aspekt, den ich eben noch richtig cool finde, ist eben dieses Pokern hier. Das heißt, wenn ich hier eine Karte ausspiele, spiele ich die erstmal verdeckt aus. Das heißt, mein Charakter braucht zum Beispiel ein Ass und oder eine 2, um getriggert zu werden, eben je nach Charakter. Und dann kann ich eben hier eine Karte hinspielen, verdeckt und sagen, ja, das ist ein Ass. Und dann können mir die anderen Mitspieler das glauben oder auch nicht. Und wenn sie das anzweifeln, können sie aber auch selbst Ruf verlieren, was einem auch wieder Negativpunkte einbringt. Und das ist irgendwie ein ganz cooler Aspekt. Und man muss auch manchmal anzweifeln. Also es kann nicht passieren, dass die Spieler sich nie anzweifeln. Das wäre dann auch langweilig. Aber man kann sich auch nicht zu oft anzweifeln. Und so ist halt, dass du wirklich überlegen musst, okay, wann lässt du den jetzt seinen Zug durchführen und wann sagst du, ach, das zweifle ich jetzt doch lieber an. Und cool. Ja, ist echt mal was anderes, finde ich. Und sowohl diese coolen Kartenkombis, die man sich da bauen kann, da hier sieht man noch ein Beispiel, den Burly Blacksmith, als auch eben dieses Poker-Element. Ich glaube, das kann ein richtig cooles Kartenstrategiespiel sein. Also das will ich auf jeden Fall ausprobieren. Yes.
Ja, also ihr seht schon, je näher man der Messe in Essen kommt, desto mehr Informationen kommen auf den Tisch, desto mehr neue Spiele kommen irgendwo noch um die Ecke. Deswegen haben wir alle Informationen genommen und in unsere Liste gepackt auf BoardGameGeek. Da solltet ihr euch auf jeden Fall auch mal die Pirates Wishlist anschauen. Ja, da sind all unsere Top-Spiele drauf. 34 sind es mittlerweile an der Zahl. Also sind wirklich nur die Spiele, die wir uns unbedingt anschauen wollen. Daher auch nur 34, obwohl, glaube ich, 1800 Titel rauskommen 1800 werden. Spiele, die neu rauskommen. Ja, krass. Genau, also abonniert diese Liste gerne. Und jetzt kommt noch ein letztes Spiel, auf das wir uns besonders freuen, das wir euch heute noch vorstellen wollen. In unserem letzten Spiel heute dreht sich alles um eine Eiche. Eine Eiche? Eine Eiche. Okay. Also keine gewöhnliche Eiche, aber eine magische Eiche. Und zwar geht's um Oak. Und in Oak pilgern Druidenorden von überall auf der Welt zu dieser Eiche, um ihre Magie zu nutzen. Und wir spielen den Anführer eines dieser Orden. Und die Charaktere, die man hier schon mal so ein bisschen sehen kann, die haben unterschiedliche Fähigkeiten und man lernt mit ihnen Zauber, entdeckt Artefakte, braut Tränke und erschafft dann neue heilige Orte. Und man hat hier entsprechend verschiedene Druiden und die kann man dann entsprechend auch weiterentwickeln. Und das Spannende ist, dass für die Weiterentwicklung kriegt man dann hier auch so extra Teile, die man so ein bisschen draufstülpt, wie bei so Playmobil-Figuren. Und ja, der Grundspielmechanismus ist eigentlich ein Worker Placement. Und zwar hat man dann hier auf dem Spielfeld so Worker Placer Bereiche. Allerdings gibt es ja eine entsprechende coole Abwandlung. Und zwar schickt man da nicht einfach nur seinen Druiden drauf und macht dann die Aktion, die da drauf abgebildet ist. Denn zum Beispiel kann man das hier ganz gut sehen, hier sind gar keine Aktionen abgebildet, sondern hier gibt es so einen Runenstein. Und gleichzeitig hat man dann noch entsprechende Karten, die einem dann entsprechende Fähigkeiten geben, die man auf diesen Runensteinen dann ausführen kann. Da muss man dann entsprechend die richtige Karte für die richtigen Worker-Placer haben und damit kann man dann entsprechend seine Fähigkeiten ausbauen. Ja, und dann geht man entsprechend während des Spiels dann auf die verschiedenen Felder, kann verschiedene Aktionen durchführen. Und ein weiterer spannender Aspekt ist, dass das Spiel über 5 Runden geht, die 5 Tage repräsentieren, von Morgengrauen bis zur Abenddämmerung. Und es ist so ein bisschen wie bei Everdell. Und zwar kann einfach jeder selber entscheiden, wann jetzt der Tag zu Ende ist, während die anderen dann noch weiterspielen. Setzt man dann zwar nicht aus, sondern kann dann noch weitere Ressourcen sammeln und dann warten, bis alle anderen auch fertig sind und dann in den nächsten Tag starten. Ja, könnte auf jeden Fall die perfekte Kombi sein aus Optik und Mechanik. Mich würde es interessieren. Ich will es mir auf jeden Fall angucken. Auf das Spiel kann man es da schon kaufen. Ich glaube, man kann es sogar schon vorbestellen. Genau, man kann es schon vorbestellen. Und wir schicken euch unten den Link, wo ihr es schon vorbestellen könnt, falls ihr Bock drauf habt. Und wenn nicht, dann schaut es euch auf jeden Fall in Essen an. Und dort sehen wir uns auch, bevor wir es vergessen, sind wir schon am Ende unserer Liste. Wir werden alle 3 Tage in Essen außer vor Ort Samstag sein. Genau, alle außer Samstag. Sprecht uns gerne an, macht ein Foto mit uns, wenn ihr Bock habt. Wir würden uns sehr freuen. Vielleicht kommen wir auch an einem Tag in Piratenkostüm dieses Jahr. Falls ihr Captain Jack Sparrow seht, dann könnte das durchaus sein, dass wir dabei sind. Macht Fotos mit uns, wir freuen uns auf euch. Quatscht uns an und wir sehen uns in Essen. Ciao.